Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei uns auf dem Kanal von Bform 1. Mein Name ist Sergio, ich bin Pressewart hier und ja, wir haben eine kleine Pause zwischendurch gehabt. Leider viel passiert, sowohl beruflich wie auch privat, wie auch Sommerpause. Und wir hoffen jetzt auch wirklich regelmäßig wieder Videos machen zu können. Wir sind öfters in der Halle, aber im heutigen Video dachte ich mir, es ist eigentlich ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, um mit euch über Bowling in Deutschland zu sprechen. In diesem Video wollen wir ein bisschen über die Struktur vom Bowling in Deutschland sprechen, denn Bowling ist ja eine sogenannte Breitensportart. Das bedeutet, es ist wirklich eine offizielle Sportart in Deutschland und somit gibt es nicht nur normale Bowlingvereine wie wir, sondern unterschiedliche Hierarchiestrukturen. Und in diesem Video möchte ich euch die kurz erklären. Auch erklären, wie ihr vielleicht für euch finden könnt, was für Vereine bei euch in der Nähe sind, wie ihr das Ganze angehen könnt und auch welche Änderungen gerade bei uns im Landesfachverband Rheinland-Pfalz stattgefunden haben. Denn auch dort habe ich jetzt eine Position übernommen, also eine ehrenamtliche Position. Ich werde Pressewart. Dazu aber gleich ein bisschen was. Und falls ihr dieses Video seht und ihr seid von einem Bowlingverein, dann schreibt gerne unten in die Kommentare, von welchem Verein ihr seid und wohin die Leute kommen können, um bei euch einfach mal reinzuschauen und ein bisschen mitzuspielen. Gerade weil wir heute so ein bisschen über die Hierarchie des Bowlings sprechen, etwas anderes Setup, ich bin einfach nur am Rechner und habe ein paar Webseiten schon rausgesucht. Über Google findet ihr relativ viel, aber man muss auch ein bisschen wissen, was sucht man. Fangen wir erstmal an, was gibt es beim Bowling? Erst einmal gibt es die die Chefs vom Bowling, also der Oberverband, und das ist die Deutsche Bowling Union, Disziplinverband im Deutschen Kegler- und Bowlingverbund e.V. Also die DBU ist bei uns sozusagen die höchste Instanz im Bowling und die regelt alles auf deutsche Ebene. Das bedeutet, deutsche Meisterschaften werden von denen ausgetragen zum Beispiel. Und auf der DBU-Seite, welche dbu-bowling.com ist, findet ihr auch ein paar interessante Sachen. Ich finde, die Seite ist nicht ganz up-to-date, also da könnten sie definitiv ein bisschen was machen. Aber ihr findet hier so ein paar Tipps für Anfänger, welche Ligen und Wettbewerbe es grundsätzlich gibt, denn es gibt eine Bundesliga in Deutschland tatsächlich, eine erste Bundesliga Damen, erste Bundesliga Herren und eine zweite Bundesliga Damen und Herren. Es gibt dann auch noch Landesligen, zu der kommen wir gleich. Das ist zum Beispiel die, von der ich ja hier auf dem Kanal ein bisschen berichte, weil wir von Bform 1 ja in der Landesliga Rheinland-Pfalz spielen. Dann gibt es natürlich deutsche Meisterschaften für B-Jugend, das ist U14, A-Jugend, U18, da haben wir vor kurzem berichtet, Junioren, U23, dann gibt es natürlich Damen und Herren einzeln, Senioren und Versehrte und Ländermannschaften. Und die Ländermannschaften liegen jetzt im August wieder an und werden in Berlin sein. Ich meine aber, zu dem Zeitpunkt werde ich leider nicht berichten können, aber vielleicht jemand vom Verein, denn wie es aussieht, werden wir vom Bform Mainz viele Leute auch wieder Rheinland-Pfalz als Land vertreten. Dann gibt es ja auch eine Rangliste, die ist relativ interessant, denn wenn ihr sagt, hey, ich möchte mal gucken, wie jemand spielt oder so weiter, könnt ihr hier in der DBU-Rangliste tatsächlich gucken, wie sind die Schnitte der Leute, wie spielen die Leute, ihr könnt nach Leuten suchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, hier der Lothar Kreuzer vom Expand-Team e.V., Senioren B, Schnitt von 235 bei einem Spiel, das ist aber jetzt aber nicht dolle, machen wir die meisten Spiele. Der Frank Oenk hat 337 Spiele gespielt und hat einen Schnitt von 205 bei der Senioren A. Astrein, Frank, richtig guter Schnitt, aber hier kann man so alle möglichen Informationen dann halt zum Bowling in Deutschland noch bekommen. Dann gibt es auch noch international, denn auch wir spielen international mit. European Youth or Women or Men Championship, die gibt es ja auch neben der PBA und auch viele PBA-Spieler kommen dann ja zu den World Championships zum Beispiel. Team D, weiß ich gar nicht, ich glaube es ist Team Deutschland, genau, es gibt ja auch einen deutschen Kader, der dann bei solchen Sachen mitspielt. Eine eigene Jugendsektion, eine eigene Seniorensektion, Termine und ein paar Verbandsinformationen. Das heißt, zum Verständnis, die DBU regelt so ziemlich alles. Jeder, der in einem Bowlingverein spielt, hat einen DBU-Ausweis, also einen deutschen Bowling-Union-Ausweis, den ich gerade gar nicht habe. Was wichtig zu verstehen ist, ist, dass Bowling immer noch unter Kegeln läuft. Und das bedeutet, einige Vereine haben mittlerweile zwei Bereiche, die sich darum kümmern, andere Vereine zum Beispiel nur eins oder Landesfachverbände. Aber die oberste Instanz rund ums Bowling ist die DBU. Auf ihrer Seite bekommt ihr schon mal ein paar Infos. Auf dieser Seite könnt ihr unter anderem Verband die Mitgliedsverbände euch anschauen. Und hier solltet ihr gucken, welches Bundesland seid ihr. Denn jedes Bundesland hat natürlich einen Mitgliedsverband. Ich zum Beispiel bin ja in Nordrhein-Westfalen, ich lebe aber in Hessen. Und wir gucken uns mal Berlin an, weil Berlin ist ja auch sehr, sehr aktiv, oder München. Wenn ihr da zum Beispiel drauf geht, dann seht ihr hier, habt ihr ein paar Kontaktdaten für den Landesfachverband. Das ist die nächste Ebene. Das ist die Ebene unter der DBU und das ist die Ebene, die sich dann in zum Beispiel hier Berlin rund um die Landesmeisterschaften, um die ganzen Landesligen kümmern. Und hier könnt ihr zum Beispiel wissen, wen kann man sich so, könnte man anschreiben, wollt ihr mit einem Sportwart vielleicht schreiben, Pressewart ist bei denen vakant. Ist meistens die Stelle, die aus irgendeinem Grund vakant ist. Dann haben jeder Landesfachverband hat auch eine eigene Seite, auf die gehen wir mal gleich. Und das schließen wir mal und sind wieder auf dem Berlin. Aber hier zum Beispiel seht ihr,
zum 01.01.2023 folgende Mitgliedszahlen: 488 aktive Spieler und 52 Jugendliche, was ziemlich krass ist. Das sind ziemlich viele Jugendliche. Ich frage mich aber, wie genau diese Daten tatsächlich sind, weil wenn ich in Nordrhein-Westfalen, nicht Nordrhein-Westfalen, ich wollte eigentlich Rheinland-Pfalz, habe mich verklickt. Steht hier 167 aktive. Ihr seht schon, den Vergleich an aktiven Spielern ist unglaublich, unglaublich groß. Und 5 Jugendliche, das weiß ich, das stimmt nicht, denn wir allein im Verein haben schon 5 aktive Jugendliche und es gibt noch mehr. Also diese Daten werde ich wahrscheinlich nochmal bei der DBU ansprechen. Da stimmt was nicht. Aber hier könnt ihr euch für euer Bundesland einfach gucken, okay, was ist es? Und auch hier zum Beispiel die ganzen Daten hier stimmen nicht, denn Pressewart des Landesfachverbands Rheinland-Pfalz bin mittlerweile ich seit kurzem. Da waren gerade die Wahlen. Und aus dem Grund werden wir auch eine neue Webseite zeitnah haben, denn das ist wirklich notwendig. Das ist nämlich die aktuelle Webseite vom Bowlingverband Rheinland-Pfalz. Und wie ihr seht, die ist nicht nur nicht schön anzusehen, sondern sie hat so gut wie keine Informationen. Da arbeite ich gerade an was, werdet ihr zeitnah, hoffentlich in den nächsten 2-3 Wochen wird sie live gehen. Aber wenn ihr sagt, okay, ich bin in einem Bundesland, ich interessiere mich für Bowling, könnt ihr definitiv über die DBU-Seite draufgehen und dann kommt ihr im Bestfall zu einer Webseite des Landesfachverbandes, was die Ebene halt drunter ist. Wir gehen mal, das ist der Hessische Kegler- und Bowlingverband e.V. Zum Beispiel, das ist halt für Kegel und Bowling, das heißt, ihr habt hier alles, könnt aber auch in die Bowling-Unterkategorie gehen und normalerweise findet man hier so ein paar Informationen, wenn die Seite gut ist und sie das wirklich updaten, dann findet ihr auch Informationen zu Vereinen, das wird es bei uns auf der Seite zum Beispiel gehen, dass alle Vereine in dem Landesfachverband dort aufgeführt sind, mit der Webseite für den Verein. Aber hier kriegt ihr alle Informationen. Welche Ligen gibt es? Und ich kann das am besten am Beispiel von Rheinland-Pfalz machen, weil ich mich da besser auskenne. Aber Berlin ist auch richtig gut. Ihr habt hier Sportbetrieb, halt könnt ihr euch angucken, deutsche Meisterschaften, was gibt es alles im Verband. Vereine ist bei denen interessant, wenn man auf Vereine geht, gibt es nur die Ausbildungssachen, aber es gibt hier tatsächlich nicht so viele Informationen, wie ich erwartet hätte. Da ist es selbst bei uns ein bisschen besser, aber nichts gegen Berlin, wir wollen nichts dagegen sagen, aber ich finde es immer, der Landesfachverband sollte eben halt die Informationen zu den eigentlichen Vereinen bringen. Und im schlimmsten Fall, wenn ihr sagt, hey, ich will aber wissen, welche Vereine es gibt, könnt ihr den Landesfachverband auch anschreiben. Also es gibt ein Impressum oder ein Kontaktformular normalerweise, mit dem ihr sie anschreiben könnt. Es gibt aber auch hier auf der Seite bowlingwissen.de auch alle Seiten nochmal von jedem einzelnen Landesfachverband. Und jetzt gehen wir mal eine Stufe zu uns, weil Rheinland-Pfalz kenne ich halt ganz gut. In Rheinland-Pfalz ist es so, es gibt hier tatsächlich eine Seite, wo alle aktuellen Vereine aufgezählt sind. Wie gesagt, die Seite ist nicht schön, es wird noch geändert. Aber hoffentlich könnt ihr das auf den anderen Landesfachverbänden auch sehen. Und ihr seht zum Beispiel, bei uns in Rheinland-Pfalz gibt es aktuell den BC Ingelheim, den BC Eifel, den BV Mainz, die Burgundia Mainz und den BSV Koblenz. Das sind 5 Vereine nur, was nicht viel ist und eins unserer Ziele. Und da kommt, das seht ihr gar nicht, da kommt gerade so eine Meldung, aber mein Gesicht ist drüber, sehr schön. Das sind halt 5 Vereine, das ist nicht viel, aber das ist ja auch eins unserer Ziele vom BV Mainz und auch für mir jetzt als Pressewart vom Landesfachverband. Wir wollen einfach, dass es mehr aktive Spieler gibt, ob sie jetzt bei uns sind, in anderen Vereinen oder ganz neue Vereine, das ist sehr relevant. Wir wollen ja Bowling groß machen und da könnt ihr auch natürlich helfen. Erkundigt euch, spielt mit, nehmt ehrenamtliche Funktionen ein, jeder Verein und jeder Landesfachverband sucht dringend Leute, die das Ganze ein bisschen voranbringen und es passiert gerade so ein bisschen Umschwung, es kommt neues Blut rein und das heißt, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, wo man auch was mitformen kann. Aber zum Beispiel bei uns könntet ihr sagen, okay, ich will irgendwie in Rheinland-Pfalz spielen und Ingelheim ist bei mir um die Ecke. Dann klickt ihr hier drauf und ich glaube, der BC99 Ingelheim hat vor kurzem auch ihre Webseite geändert und hier findet ihr auch super viele Informationen über uns, welche Mannschaften sie haben. BC Ingelheim ist richtig gut, die spielen in der Bundesliga, aber auch in der Landesoberliga, dazu kommen wir gleich. Turniere, die grundsätzlich passieren, die haben eine Hausliga, da gibt es einen Pro-Shop, mit dem sie zusammenarbeiten und ein Archiv und so weiter. Und so könntet ihr zum Beispiel gucken, okay, da wohne ich. Geh auf die Seite, nimm Kontakt mit normalerweise dem Sportwart oder dem ersten Vorsitzenden an und die sagen euch, wohin ihr kommen solltet. Ach, guck mal, da ist der Marc, wo ihr kommen könntet, um mal reinzuschnuppern und ähnliches. Und das könnt ihr für jedes Bundesland machen. Die Seite kennt ihr ja hoffentlich auch, das ist ja unsere Seite, wir machen ja sowas ähnliches. Gibt ja auch grundsätzlich Vereinsnews, wie ihr Mitglied werden könnt, wo ihr uns auch finden könnt und ein bisschen noch so allgemein zu Bowling. Was wir auch auf der Seite aktuell haben, aber es ein bisschen besser werden wird, denn ihr seht es vom März 2022, welche Hallen es gibt. Hier seht ihr die meisten, die sagen auch, ob es Ligaspielbetrieb gibt oder nicht. Was ist denn da passiert? Oh mein Gott, diese Seite ist so kaputt.
Wir spielen aktuell in der Funfabrik Wiesbaden, in Ludwigshafen und in Ingelheim hauptsächlich, denn es gibt noch die Bitburg, es gibt den Bowlingroom Koblenz, aber sie machen keinen offiziellen Liga, aber da könnte es vielleicht eine Freizeitliga, gibt es da vielleicht, aber auch einfach nur so Open Bowler spielen. Und warum wollt ihr in einem Verein sein? Vielleicht um einfach zusammen zu spielen, einfach ein bisschen was zu lernen oder eben in der Landesliga zu spielen. Die Landesliga müsst ihr euch so vorstellen, das ist so Regionalliga vom Fußball, also für einen besseren Vergleich. Und es gibt normalerweise zwei Landesligen. Es gibt die normale Landesliga, das ist so die unterste Ebene der Liga. Wenn ihr zum Beispiel ein Frischling seid, neu reinkommt, dann werdet ihr in Rheinland-Pfalz in der Landesliga spielen. Sehr wahrscheinlich, wenn ihr nicht so sehr gut seid. Und das heißt, ihr geht mit einer Mannschaft da rein. Normalerweise sind es Vierermannschaften. Seit Corona spielen wir aktuell nur mit Dreiermannschaften. Es ist ein Spieltag. Über eine Saison sind das, glaube ich, je nach Größe der Liga zwischen 6 und 8 Spieltage. Und normalerweise jeden Sonntag 3 Spiele vormittags, 3 Spiele nachmittags in der Halle. Und man spielt gegeneinander um verschiedene Punkte. Durchführungsbestimmungen gibt es immer am Anfang des Jahres. Und euer Ziel ist es, mit eurer Mannschaft so gut wie möglich zu spielen. Wenn ihr in den, und da kommt es auch um die Durchführungsbestimmungen an, aber ich sag mal ganz einfach, sagen wir, ihr seid in den ersten 2 Plätzen, dann steigt ihr zur Landesoberliga an. Das ist immer noch Landessache, das ist immer noch dann Landesverband Rheinland-Pfalz. Die Landesoberliga ist sozusagen dann halt eine Liga höher, da spielen schon wirklich gute Leute mit. Und dort die besten 2, die können dann zu der zweiten Bundesliga aufsteigen. Es gibt auch wirklich Aufstiegsspiele und solche Sachen. Und Bundesliga ist tatsächlich dann richtig professionelles Bowling, auch in Deutschland. Und sehr, sehr interessant anzuschauen, ist dann aber DBU-Sache. Das ist dann nicht mehr Landessache. Und für die Bundesliga muss man tatsächlich auch durch ganz Deutschland fahren für Spieltage. Da sind aber wir vom BV Mainz noch lang nicht. Wir sind sehr, sehr gut in der Landesoberliga und in der Landesliga werden wir diese Saison, wir wollten 7 Mannschaften melden, können wir aber nicht, weil die Liga das nicht unterstützt. Das heißt, wir werden mindestens 5 Mannschaften melden und haben dann, glaube ich, insgesamt 8 aktive Mannschaften, was richtig, richtig gut ist. Wir haben einfach viele Leute, die spielen wollen und wir hoffen, dass es immer mehr werden, damit es mehr Ligen gibt und damit es eben auch mehr Bowling im Allgemeinen gibt. Das heißt, ganz, ganz viel. Aber kurz zusammengefasst für euch, DBU, da könnt ihr so gut wie alle Informationen zum Bowlingsport in Deutschland rausfinden. Dort könnt ihr die Seiten zumindest der Verbände vielleicht von eurem Bundesland finden. Dann könnt ihr auf die Verbandsseiten gehen, hoffentlich die ein bisschen besser sind als unsere. Zum Beispiel die von Hessen sind eigentlich ganz gut. Darüber vielleicht Kontakte aufnehmen oder gucken, welche Vereine gibt es im Allgemeinen. Denn eine Sache muss man sagen, viele der Bowlingvereine sind eben von einer älteren Generation. Die haben nicht so gute, ja, Online-Präsenzen, weder Webseite noch sonst was. Aber ansonsten, was ihr auch mitmachen könnt, geht zu einer Bowlinghalle in eurer Nähe und fragt, ob da ein Verein trainiert, weil Vereine haben eine Heimbahn, in der sie trainieren und vielleicht kommt ihr darüber in Kontakt. Aber ich hoffe, dass ihr damit einen guten Überblick davon bekommt, wie ihr das Ganze angehen könnt. Am Ende, was vielleicht wichtig ist, ihr müsst nicht in einem Bundesland wohnen, um für dieses Bundesland zu spielen. Das ist vollkommen euch überlassen. Als Beispiel, ich wohne in Hessen und ich habe mich aber dagegen, also ich war kurz im BC Wiesbaden und das ist dann halt auch Landesfachverband Hessen, kam aber da nicht ganz so zurecht und habe Marc kennengelernt, weil wir beide in derselben Bahn ja trainieren und bin dann zum BV Mainz gewechselt. Das heißt, obwohl ich in Hessen wohne, spiele ich für einen Rheinland-Pfalz-Verein und trainiere in Hessen, aber wir trainieren in Wiesbaden. Also da gibt es immer so ein paar Sachen, die okay sind. Also es ist nicht so, dass ihr sagt, okay, ich wohne in Hamburg, ich muss in Hamburg spielen. Nee, ihr könnt auch in Niedersachsen spielen, was von Hamburg aus ja gar nicht so weit weg ist. Oder Bremen zum Beispiel. Und erkundigt euch, wenn ihr Bock habt, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne unten rein. Und weil ihr in einem Verein seid und ihr sagt, hey, wir suchen Mitglieder, wir haben da Bock drauf, schreibt es auch gerne unten rein, damit die Leute das sehen. Denn darum geht es bei diesem Kanal, darum geht es bei unserer Webseite, darum ist etwas, oder das ist auch etwas, was wir als Verein gerne machen möchten. Wir möchten Bowling ein bisschen erfolgreicher machen, ein bisschen bekannter machen und da haben alle Vereine was von, nicht nur wir. Und wir wollen auch nicht nur für uns Mitglieder holen, sondern für den Sport. Und ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Wenn das so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder, auch wenn ich nächste Woche wieder unterwegs bin beruflich, aber ich werde noch ein bisschen was auf der Bahn aufnehmen und dann gibt es hoffentlich wieder regelmäßige Videos.